Vollmond in Krebs, meine Lieben, und das am zweiten Weihnachtsfeiertag. Eine ganz besondere Kraft. Es ist das achte Tor im Schöpfungszyklus. Schaut euch das an. Das erste ist ja der Schütze. Hier beginnt es immer. Das achte Tor im Schöpfungszyklus. Wir sind im gelben Bereich. Und zwar könnt ihr ab jetzt den neuen 2024er Kalender nutzen. Der beginnt nämlich hier auch schon in dieser Woche. Und da seht ihr also, heute haben wir den Vollmond. Und zwar um 1.33 Uhr, genau, war der Vollmond. Das ist die Milzenergie, die Schlüsselenergie. Du findest die gesamte Info natürlich, wie immer in meinem Buch Der Mond und der kosmische Köder der Schöpfung. Und natürlich auch so praktisch in meiner App Lunar Gin Mond in Gesundheit. Geh zum passenden Kapitel, das ist das gelbe Kapitel. Die Energetisierungsfarbe gibt dir ja auch mein besonderer Mondkalender vor. Wir sind also noch im gelben Bereich, das ist der Bereich des Daumenumfassens und die Sorgen harmonisieren. Hier siehst du nochmal das Milztor, das ist das Bewusstseinstor am Hinterkopf, ein ganz wichtiges Tor. Es ist ja immer wie alle Wasserelemente ein Brückentor, denn wir haben praktisch hier die Brücke zu dem letzten Unterzyklus, der dann sein wird, das Seelentor des Löwen. Das Seelentor der Jungfrau, das Seelentor der Waage und das Seelentor des Skorpions. Und dann vollenden wir einen Schöpfungszyklus und initiieren gleichzeitig einen neuen mit dem Schützen. Und somit ist also die Krebsmilzenergie die letzte Überleitungsenergie innerhalb des Schöpfungszykluses. Der Milzstrom, der gilt auch in der fernöstlichen traditionellen Medizin als ein ganz wichtiger Strom für das Selbstbewusstsein, für die Zentrierung. Er gilt als die zentrierende Energie. Die Milz, die strahlt ja in ihrem wunderschönen Goldgelb. Ich hoffe, du hast auch mitgezeichnet. Du findest die Vorlagen in dem besonderen Mondkalender auf Seite 41 zum Ausdrucken. Und zwar auch die Organe. Ich schreibe mir dann auch immer hin, wo sind wir im Vollmond, nämlich eben hier jetzt in der Milzenergie, Vollmond, und ihr seht hier auch, das ist die Vollmondenergie. Es ist einfach eine wunderbare Bewusstseinserweiterung, auch das. Und du siehst hier den Krebsmilzstrom, den ich dir auch zeige, natürlich immer in meiner App Lunar Gin Mond und Gesundheit, immer passend zum Mondstand und zum großen und kleinen Zoom. Der Milzstrom wandelt sich aus der Magenenergie, siehst du das hier am großen Zeh, weshalb im Übrigen auch Nagelpilz immer etwas zu tun haben mit Milz oder Leber. Und zwar, weil der Leberstrom, der beginnt ja als Wasserstrom auch in dem großen Zeh. Und zwar der rechte Nagelpilz, der hat zu tun mit der Milzenergie, weil die Energie kreuzt ja an der Hüfte, und linker Nagelpilz mit der Leberenergie. Und da nützt es sehr wenig, wenn du dann einfach auf dem Nagel rumschmierst. Es ist wichtig, dass du deine Organströme, das Gleichgewicht aller 12 Organströme in die Harmonie bringst. Und das tut das Mondström, das erreichst du durch das Mondström. Der Milzstrom also strömt vom großen Zeh die Beine hinauf, die Waden haben also auch mit der Milzenergie zu tun und haben ja auch immer mit den Emotionen zu tun. Wenn ein Kind Fieber hat oder auch ein Erwachsener, dann kann man die Waden umfassen und das kühlt den Körper. Der Milzstrom sonst ist ein wärmender Strom. Dann strömt er die Oberschenkel hinauf, also dicke Oberschenkel, Zellulitis, haben auch mit der Milzenergie zu tun. Durch die Physis Symphysis und durch die Geschlechtsorgane, ganz wichtig für die weiblichen und auch für die männlichen Geschlechtsorgane. Und dann kommt das wichtigste Attribut dieses wunderbar nährenden Stroms, strömt er intensiv ins Herz und wandelt sich hier zur Herzenergie und mit einem anderen Teilzweig dann noch außen. Hier seht ihr das an der Rippe entlang zu dem Gaumen unter, also deswegen Doppelkinn hat auch mit einer Disharmonie der Milzenergie zu tun und deutet auf ein Harmonisierungsbedürfnis hin. Ja, und der Milzstrom, der wandelt sich dann als nächstes eben, wie vorhin schon gesagt, zu dem Herzstrom. Da seht ihr das, der Milzstrom genau an der Stelle, wo ich es euch gleich zeigte. Hier kommt der Milzstrom hoch. Wandelt sich hier dann zu dem Herzstrom. Und dieses ineinander Überführen der einzelnen Organströme, das ist das, was Schöpfung ist und das ist das, was Gesundheit ist. Denn das sind die Bereiche, wo es blockiert, wenn ein Mensch gesundheitliche Probleme hat. Und deswegen gebe ich euch in der App Lunar Gin Mond und Gesundheit auch ganz exklusiv diese Stromübernahmebereiche nochmal ganz exklusiv in Bild und Wort vor. Und hier siehst du es, denn alle Strom
Ströme, alle 12 Ströme zusammen bilden in ihrem Stromverlauf das Kreuz der Materie. Das ist die wahre Bedeutung der Kreuzigung. Denn Mensch kreuzigt sich selbst, die Seele kreuzigt sich selbst durch den Fluss der 12 Organströme und meistert sich auch durch die Meisterung dieser 12 Kräfte. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen zweiten Weihnachtsfeiertag und besinnliche Tage bis zum neuen Jahr.